Ja, verrückte Zeiten. Es geht um die Zentralbanken und wer könnte besser in Frage kommen, vor allem für die deutschsprachige Bevölkerung, als Stefanie von Jahn, eine Lieblingsgäste. Ihr letzter Artikel wurde jetzt auf Deutsch übersetzt, die Geldpolitik der Zentralbanken als Mittel zur wirtschaftlichen Kontrolle. Ja, ohne weitere Verzögerung möchte ich meinen speziellen Gast Stefanie von Jahn begrüßen dürfen. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, bitte abonniere jetzt meinen Kanal auf YouTube oder meinen Podcast-Channel, beziehungsweise folge mir auch auf Twitter, Kevan Davani. Und wir werden über das Geldwesen sprechen, über die Billionen, die da gedruckt werden aus dem Nichts, buchstäblich, was sind das Wort aus dem Nichts und was das überhaupt für uns bedeutet, für die Menschen und für uns als Gesellschaft, als Zivilisation und existenziell vor allem. Was bedeutet Geldentwertung, Inflation, Cantillon-Effekt, all diese Begrifflichkeiten und viel, viel mehr werden wir besprechen in meiner Show, der Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Total Connector und hier ist mein Gespräch mit Stefanie von Jahn. So, herzlich willkommen zu meiner Total Bitcoin Podcast Show. Heute ist Sonntag, der 26. Juli 2020 und wir haben wieder unseren Ehrengast, speziellen Gast, Frau Stefanie von Jahn. Stefanie, hallo, grüß dich. Hi, freut mich, dich wiederzusehen. Ja, und ja, ist immer nett. Sehr immer aufschlussreich und erhellend, mit dir zu sprechen. Okay, wir im Prinzip haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen so den Fokus legen auf die deutschsprachige Bevölkerung, weil ich immer doch da und dort auch von meinen Freunden immer wieder höre, wir sollten mehr deutschsprachige Beiträge oder Videos machen. Da es eben ja sehr viele deutschsprachige gibt, die kaum oder wenig Englisch sprechen oder verstehen. Und nachdem du jetzt übrigens, gratuliere nochmal zu deinem Artikel, den letzten Artikel, also hast du den jetzt ergänzt und übersetzt, nämlich den Artikel, die Geldpolitik der Zentralbanken als Mittel zur wirtschaftlichen Kontrolle. Ja. Also ich hatte den zuerst auf Englisch eben verfasst und habe da eine Zeit gebraucht, bis ich die Zeit gefunden habe, den eben auch auf Deutsch zu übersetzen. Also ich habe dazu auch einen Vortrag auf der Value of Bitcoin Konferenz gehalten und ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, den auch auf Deutsch zu übersetzen und dann können wir jetzt auch darüber sprechen. Okay, gut. Stefanie, wollen wir das ein bisschen gemeinsam, ich lasse dich da einfach mal ein bisschen ausführen und vielleicht ausholen. Was ist der ursprüngliche Beweggrund oder die Motivation, die Inspiration gewesen hinter diesem Artikel und was möchtest du eigentlich sozusagen den Menschen irgendwie mitteilen als Kernbotschaft? Ja, also mir ist es wichtig, ihm aufzuzeigen, wie dieses Finanzsystem eben nicht dem durchschnittlichen Bürger dient, sondern wie das eigentlich ein Instrument eben zur Kontrolle der Wirtschaft ist und damit dann eben auch der einzelnen Person. Und in dem Artikel lege ich eben dar, wie genau das funktioniert. Zuerst, der erste große Block ist, wie die Zentralbank über die Festlegung des Refinanzierungszinses die Geldmengenausweitung eben beeinflussen kann, also die Geldmengenausweitung, die dann eben durch die Banken erfolgt. Das ist der eine Teil, der ist sehr technisch und auch schwieriger zu verstehen, sage ich mal, als der zweite Teil, der vielleicht auch noch wichtiger ist, weil der nochmal gravierenderen Einfluss in deren Machtinstrumente darlegt. Und der zweite Teil geht darum, wie Zentralbanken über das Programm, das Quantitative Easing heißt, oder quantitative Lockerung, wie sie dadurch einfach beliebig Vermögenswerte aufkaufen können. Und den meisten ist nicht bewusst, wie sie das aufkaufen, nämlich sie kreieren das Geld zuerst aus dem Nichts, also das ist durch eine Art Buchungsvorgang, den ich da eben auch erläutere. Und mit diesem Geld kaufen sie dann die Vermögenswerte auf dem Markt auf. Und das ermöglicht natürlich enorme Manipulierung der Vermögenswerte zum Ersten, also vom Preis und aber auch der Anreizsetzung.
weil sie können dann eben gewisse Vermögenswerte unterstützen, die so vom Markt eigentlich nicht als so groß positiv beachtet werden. Aber dadurch, dass die Zentralbank das eben aufkauft, haben dann diese Vermögenswerte dann doch einen Wert. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Zentralbank jetzt eben auch in der Klimakrise Green Bonds aufkauft. Also sie können dann direkt bestimmen, wer dann diese Zuschüsse bekommt. Das ist ein enormer Eingriff in den freien Markt. Und das geht weit darüber hinaus. Also jetzt in der Corona-Krise, wir haben das ja erlebt, dass am Anfang beim Lockdown der Wert des Standard & Poor extrem nach unten gegangen ist. Und dann plötzlich ging es wieder nach oben und niemand wusste, wieso. Dann habe ich mal nachgeschaut. Kannst du das kurz erklären mit dem S&P 500? Also Ja, okay, genau. was bedeutet das? Das sind die 500 größten Unternehmen in Amerika, wie der DAX 30 ist. Eigentlich genau das Gleiche, nur in Amerika mit den 500 größten Unternehmen. Und diese Aktienwerte sind dann eben enorm nach unten gegangen. Und an dem Tag, als die Zentralbank gesagt hat, dass sie eben Aktien aufkauft, ist dann der Wert nach oben gegangen. Und dann haben sie sozusagen wieder künstlich Nachfrage erstellt. Also konkret haben sie nicht die Aktien aufgekauft, sondern die gebündelten Aktien, das waren ETFs. Also ja, es sind gebündelte Aktien, so kann man das verstehen. Ja. Ja, und da sieht man einfach, dass die Märkte enorm manipuliert sind durch dieses Programm des Quantitative Easing oder aber auch durch das Programm des billigen Geldes, durch den niedrigen Zins. Und von dem her, ich meine, wir haben ja jetzt enorm steigende Aktienpreise gesehen und es zeigt nicht mehr eine steigende Produktivität, sondern es ist vielmehr ein Indiz der Inflation letzten Endes und ein Indiz der Manipulation. Und eine wahre Blase. Ist es nicht eine wahre Blase? Ja, Weil definitiv. es ko komplett abgekoppelt ist von der realen Wirtschaft. Ja, so würde ich das sagen. Genau. Auch ich habe in den letzten paar Monaten mal geschaut, wie der Wert der Häuser in Amerika sich entwickelt hat. Und der ist jetzt noch deutlich weiter oben, deutlich höher als zu 2008. Also, ja. Und dennoch gibt es einen Mangel an, was ich so gehört habe in irgendeinem Expertenvortrag, dass es mindestens 250.000 also Häuser gibt, die nicht gebaut worden sind. Also es gibt einen Mangel an Wohnungen, an Häusern. Ja, die müssten erstmal überhaupt, also das ist mal überhaupt die komplette Verzerrung auch des Marktes. Würdest du sagen, wir sind in eine Inflation oder in eine Deflation? Oder ich glaube, das ist eine Differenzierung, die schwer zu durchschauen ist. Ja. Vor allem im Hinblick auf den Dollar als internationale Reservewährung. Kannst du das vielleicht mit hineinfließen lassen? Ja, ich beginne erstmal meine Ansicht, ob wir eben in der Inflation oder in der Deflation sind. Und das absolut Skurrile ist, dass wir in beidem sind, in einer gewissen Art und Weise, weil wir sind in der Inflation, weil enorm viel mehr Geld kreiert wurde. Also das ist wirklich dieses Jahr hochgegangen, wie davor noch nicht, wirklich exponentiell. Also wenn man sich die Charts ansieht, das ist irre. Ich habe leider jetzt gerade nicht die Zahlen. Warte, da müsste ich nachschauen. Also wirklich um 20, 30% oder so mehr. Ich muss nochmal nachschauen. Wir haben einerseits diese Geldausweitung, aber andererseits haben wir auch einen größeren Nachfrage nach Fiat-Währungen, weil ja, weil die Leute nicht mehr kein großes Einkommen mehr haben durch diesen Crash, durch den Lockdown. Und das ist dieser deflationäre Aspekt. Also die Nachfrage nach Fiat zur Bedienung von Krediten bewirkt eben diese deflationäre Spirale. Und wir haben beides gerade gleichzeitig. Und das ist das Verrückte. Ja. Aber ich würde sagen, dass wir eher gerade noch in einer, also wir haben diese beiden Aspekte, die gegeneinander sich aufbauschen. Und wir sehen zum Beispiel auch in Konsumgüterpreisen, die sind auch schon jetzt ein Stück gestiegen.
Und jetzt ist aber vielleicht diese deflationäre Tendenz nochmal stärker, weil die Leute sagen, okay, ich brauche jetzt dieses Fiat, um zu sparen und für die Zukunft was bereitzuhalten, weil gerade läuft es bei mir nicht so gut. Also das ist schon eher stärker jetzt im Moment noch. Und diese Geldmenge, die immer mehr kreiert wird, die wird sich aber dann immer mehr auf den Märkten ergießen. Und dann werden wir eben ein starkes Inflationsszenario haben. Und was es eben befördert, ist nicht einerseits das Gelddrucken, sondern auch die verringerte Produktivität. Und das ist ganz wichtig. Immer wenn mehr Geld kreiert wird, dann sollte das eigentlich vom Markt aufgefangen werden. Nur dann kann eine Inflation eben verhindert werden. Aber da wir jetzt geringere Produktivität haben, wird die Inflation noch mal stärker. Und ja, in dieser Situation sind wir. Also von Und dem her ist mit starker Inflation zu rechnen. die sogenannte Corona, Covid-19-Krise, die Maßnahmen, die durch die Regierung gesetzt wurden, haben ja auch, also eben nicht nur die Wirtschaftsstrukturen einbrechen lassen, sondern auch die Handelsketten und somit dann noch mehr verstärkt diesen Prozess eigentlich beschleunigt, kann man das so sagen. Es ist eigentlich enorme Unsicherheit in den Märkten zu sehen und bei den einzelnen Unternehmen letzten Endes. Also ich kenne auch über Ecken ein Unternehmen, das gerade extrem am Expandieren war und die jetzt auf Kurzarbeit sind. Und bei denen ging es eigentlich richtig durch die Decke. Und dann weiß man auch von den ganzen Lieferkettenproblemen. Das ist alles massiv, ja. Ja. Dann wollen wir mal weitergehen. Wollen wir ein bisschen zurück mal zurückzoomen? Willst du ein bisschen über den, weil mir geht es ja darum, was bedeutet, was macht das mit den Menschen? Wollen wir vielleicht über den Cantillon-Effekt sprechen, Geldentwertung und dann vielleicht in die Details, also im Hinblick auf deinen Artikel eingehen? Ja, vielleicht, ja, lass uns gerne mit dem Cantillon-Effekt starten. Vielleicht noch eine Sache gleich vorab, die auch dazu passt. Also wenn man eine steigende Produktivität hat und keine Ausweitung der Geldmenge, dann würde das Geld mehr wert werden, weil ich eben dafür mehr Güter kaufen kann. Und das ist eigentlich in der Deflation. Da kann jeder partizipieren von der gesamten Produktivitätsausweitung. Das ist ja eigentlich was Wunderbares. Ich kann plötzlich mit meinem Geld mehr Dinge kaufen. Und das wurde aber eben ausgehebelt, dadurch, dass eben immer neues Geld gedruckt wurde. Und jetzt ist halt die Frage, an wen kommt dieses neue Geld zuerst? Und jetzt sind wir eben bei dem Cantillon-Effekt. Und dann kann man einmal unterscheiden mit dem Gelddrucken der Zentralbanken. Also die Zentralbanken bedienen eben die Banken sozusagen. Die Bank hat ein Konto bei der Zentralbank, genauso wie ich ein Konto bei der Bank habe. Also das ist eigentlich das gleiche Konzept, nur eben nochmal eine Schicht dazwischen. Und einerseits haben wir hier eine Geldmengenausweitung und dann haben wir aber eben auch noch bei den Banken eine Geldmengenausweitung, die aber auch unterschiedliche Funktionen hat. Das Geld hat eine unterschiedliche Funktion. Die Details sind dann in meinem Artikel, geht sehr tief, sage ich mal. Und man kann sich das so vorstellen, dass jene, die eh schon gute Vermögenswerte haben, die bekommen einen besseren Kredit zu einem günstigeren Zins, weil sie ja ihre Vermögenswerte hinterlegen können. Und das ist Günstiger dann oder eben. zu null oder zu einem Nullzins, würdest du sagen? Ja, günstiger würde ich auf jeden Fall sagen. Also im Moment nahezu null. Manche bekommen es vielleicht schon bei null. Aber gut, bei der Fed haben wir noch keine Negativzinsen. Bei der EZB haben wir das schon. Also die Banken, die Geld bei der Zentralbank haben, müssen in den USA noch nichts zahlen, wenn sie zu viel Reserven haben, also überhalb von einem gewissen Betrag. Und die Banken in der EU, die müssen dann eben was zahlen. Das wird festgelegt, wenn man darüber ist. Also in den USA würde man dann keinen Negativzins bekommen als Kredit. Hier wäre das schon eher möglich, weil wir das eben schon bei den Banken haben. Ich muss kurz schauen, noch nach Kopfhörern. Hast du Ja, gerade das gesagt? wäre toll, weil dann hätten wir kein Echo, wenn ich spreche. Ah, Danke. ist das so schlecht? Okay. Gut.
Dann wenn das leicht zu möchte er. bewerkstelligen ist. Also dein Artikel ist wirklich super gelungen. Hast du da auch schon von Deutschsprachigen ein Feedback bekommen? Ich habe es meiner Mama Oder von Richard gegeben, die Werner? es gesehen hat. Also besonders der erste Teil ist, ja, weil man jetzt nicht tieferes Finanzwissen hat. Der zweite Teil ist dann leichter. Also wenn man kein so tiefes Verständnis hat, dann sollte man sich da nicht entmutigen lassen, alles nicht lesen, sondern einfach runterscrollen zum zweiten Teil. Das kann ich da empfehlen. Und sonst habe ich aber auch ganz enorm gutes Feedback bekommen von den Bitcoinern zum Beispiel, die da schon tiefer drin sind. Und ja, also auf jeden Fall kam sehr gut an und wird eigentlich auch kaum so erklärt, die Details, wie es eben im ersten Kapitel sind, wie die Banken und die Zentralbanken zusammenhängen. Und das ist schon interessant, weil da kann man halt besser verstehen, wie dieses gesamte System funktioniert und ob es logisch ist. Ich würde sagen, eher nein, es ist ein künstliches Konstrukt, das nicht organisch entstanden ist, sondern eben aufoktroyiert wird. Und das macht es eben noch schwieriger, das zu verstehen. Es wäre interessant, was ich glaube, der Richard Werner hat sich ja mal bei dir irgendwie gemeldet, oder? Auf Twitter im Hinblick auf deinen damaligen Artikel, oder Richard Werner und Ja, wäre wir interessant. hatten mal kurz Okay. geschrieben, aber noch nicht länger telefoniert oder so. Es wäre auch sehr, sehr interessant, mal seine Meinung dazu zu hören. Also ich weiß seine Forschungsergebnisse sehr zu schätzen und es hat mich auch bei meinem Artikel, den ich davor geschrieben habe, deutlich weitergebracht, weil er einfach Studien gemacht hat, ob wirklich Banken Geld aus dem Nichts kreieren können und dann schon einen Einblick gegeben, wie das so sein kann. Und das habe ich eben auch in dem Artikel mit aufgegriffen. Also da bin ich ja einmal empirisch vorgegangen und habe mir auch die Bilanzen angesehen. Und dann habe ich mir letzten Endes einfach mal angeschaut, was die Zentralbanken sagen. Und die legen das offen dar, wie Geld kreiert wird. Und dann habe ich sogar noch das, ich hatte eigentlich gedacht, dass nur Geld kreiert wird, wenn Kredite vergeben würden. Und dann habe ich verstanden, dass auch Geld aus dem Nichts kreiert wird, wenn Vermögenswerte aufgekauft werden. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das ist wie, ja, Kelvin, ich würde gerne dein Haus kaufen, aber ich habe eigentlich nicht das Geld, oh, dann kreiere ich es aus dem Nichts und kaufe es auf. Also, das ist doch irre, oder? Und das ist ja auch das, was der Richard Werner, glaube ich, seine Expertise oder sage ich mal, seine Spezialisierung schon immer war, seit Jahrzehnten, die ja Japanifizierung quasi. Ne? Also wie japanische Zentralbanken zu was zu 80, 85% alle Assets besitzen, im Eigentum haben, oder? Ja, Okay. also eher, also die Zahlen kenne ich gerade nicht, aber ich habe mir auch die Doku angesehen, The Prince of Yen. Also, wow, das war wirklich beeindruckend. Ja. Und es ist halt wirklich sehr spannend, immer sich zuerst das japanische Beispiel anzusehen, weil Japan ist, sage ich mal, uns immer voraus. Heißt nicht, dass sie vom Fortschritt uns voraus sind, sondern einfach mit der Entwicklung. Und wenn es eine negative Entwicklung ist, dann ist es negativ voraus. Ja, also je nachdem, wie man das eben bezeichnet. Wenn man das als positive Entwicklung betrachtet, das ist ja eine eigene Wertung dann. Aber ja, da kann man so sehen, was uns dann sozusagen noch blühen könnte. Mit der Europäischen Zentralbank. Das ist das, worauf wir da hinsteuern eigentlich. Also eigentlich eine Art japanisches Modell, wo die europäischen Zentralbanken durch die eben durch das Kreieren des Geld und durch die Nullkreditzins Policies immer mehr, also Vermögenskonsolidierung da voranschreitet dadurch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Leute können nicht mehr sparen und das stellt, also das macht auch psychologisch was mit einem, weil man so eine gewisse Aussichtslosigkeit hat. Weil letzten Endes, was bedeutet das, dass die Zukunft eigentlich weniger wert ist als es jetzt? Also das hatte ich mal gehört und es hat für mich Sinn gemacht, weil in der Zukunft muss ich weniger Geld zahlen bei meinem Kredit zurück als jetzt. Also man umgekehrte Zeitpräferenz. Also es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also das vielleicht noch mal vorab: Wie entsteht Zins? Was ist Zeitpräferenz? Also die österreichische Schule sagt ja auch, dass wenn ich jetzt Geld unbedingt haben möchte, um mir etwas zu kaufen, dann wertschätze ich das höher und zahle eben dafür einen Zins und zahle dann in der Zukunft mehr zurück. Und das heißt, dass ich eher jetzt konsumieren möchte als später. Das heißt, je niedriger der Zins ist, desto später konsumiere ich. Wenn der Zins bei null ist, das heißt, ich würde nie konsumieren.
Und wenn der Zins negativ ist, das ist logisch nicht möglich eigentlich. Aber wir haben das. Und das spricht halt schon mal dafür, dass es künstlich kreiert wurde. Und das macht definitiv was mit einem, weil man halt immer mehr wird das Vermögen konzentriert bei anderen und man hat eben nicht so einen Ausblick auf die Zukunft. Ja. Deswegen brauchen wir ein neues Finanzsystem. Was sagst du zu diesen letzten makabren Aussagen von Christian, wie heißt sie? Lagarde, Monsieur, Madame Lagarde von der Europäischen Zentralbank, dass sie hat irgendwie die Themen Klimaerwärmung oder Climate Change mit der sozusagen mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbanken vermengt, vermischt. Hast du das immer Ja, genau. mitbekommen? Also das ist jetzt schon fast Clownerie, aber gut, ich wollte nur Ja, wissen. also ich hatte ja auch in meinem Artikel darüber geschrieben, mit den Green Bonds. Also die mischen sich da ein und die nutzen das wieder. Und Thorsten Polleit hat auch dazu einen Artikel geschrieben. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber grundsätzlich immer sehr zu empfehlen. Also er hat mir auch noch ein paar Dinge weitergebracht, sage ich mal. Ja, also das ist eine enorme Intervention. Und ich habe das Gefühl, dass sie dieses Konzept Klimawandel eben nutzen, wieder für ihre eigenen Mittel. Und dann können sie wieder dorthin Geld schicken, wie sie es wollen und können sie das subventionieren. Jetzt außen vor gesagt, ob Klimawandel so existiert oder nicht, wie das einem weiß gemacht wird, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und kann man sich auch mal damit beschäftigen und sehr viele interessante Dinge dazu sehen. Na, vor allem, es geht um die Ursachen, also, und Ja. also das hat überhaupt nichts mit der Realität der Wissenschaft zu tun. Ja. Okay, Stefanie, dann, was glaubst du, wie lange würde der Euro noch bestehen, wenn wir so weitermachen? Weil Ja. der Dr. Markus Krall hat jetzt mehrmals da jetzt darauf hingewiesen, auch im Zusammenhang mit seiner Atlas-Initiative. Also ich finde ja alle seine Ausführungen wirklich messerscharf und laserfokussiert, wenn er das analysiert. Nur was mich halt bei Markus Krall leider noch immer sehr stört oder vielen Bitcoinern das aufstößt, ist, dass er ist ja unglaublich intelligent, Markus Krall hat unglaubliches Wissen, eine messerscharfe Analysefähigkeit, aber irgendwie kommt er von der Besessenheit des Goldes nicht weg. Und will auch nicht oder kann nicht das Konzept, die Essenz und das ganzheitliche Bild von Bitcoin verstehen. Ich meine, es ist ja ein offensichtlicher Interessenskonflikt. Er ist CEO von Degussa, das ist ein großer Goldhandelsgesellschaft. Natürlich kann er jetzt nicht Bitcoin loben. Das macht keinen Sinn. Ja, Skin in the Game, wie man so schön sagt. Ja? Ja. Also Markus Krall und auch Thorsten Polleit, die leisten einen ganz bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft zur Aufklärung, was hier passiert und wo wir uns hinbewegen würden. Es wäre wunderbar, wenn sie auch noch mehr sich mit Bitcoin beschäftigen würden. Und Thorsten Polleit wird ja auch immer mehr dazu gebracht, da er eben auch bei den Bitcoin-Events ist. Und das ist ja auch alles sehr schön zu sehen. Aber gut, Bitcoin braucht halt eben nicht nur diese wirtschaftliche Perspektive, sondern eben auch, es geht sehr ins Technische auch. Und da muss man halt sich schon damit befassen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Baustein. Ja, genau, Euro-Crash. Also da gibt es eben unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, Ende des Jahres kann schon sein. Manche sagen, es dauert noch Jahre. Die können es noch ewig lang so weiterziehen. Ich persönlich gehöre zu denen, die eher denken, dass es Ende des Jahres schon passiert. Und was für mich das größte Indiz war, ist, die wissen das vorab und die können das auch gewissermaßen triggern. Also wenn sie es noch länger hinauszögern wollen, dann haben sie da schon noch eine gewisse Möglichkeit. Oder wenn sie es crashen lassen wollen, dann können sie es auch machen. Und das World Economic Forum im Januar, der Titel heißt The Great Reset. Also ich meine, für mich hört es sich sehr stark an, dass sie zumindest einen Crash voraussehen. Und ja. Es spricht alles wirklich darauf hin. Also Markus Krall hat das wirklich außerordentlich schön dargelegt mit den verschiedenen Phasen. Und jetzt sind wir schon in dem Beginn der Bankenpleiten. Also die Sparkasse Deutsche Bank, die haben Probleme. Die sind insolvent, oder? Auch die Deutsche Bank. Die sind insolvent, oder? Also das ist, was der Markus Krall immer wieder sagt. Er sagt, die deutschen Banken sind Ja. insolvent.
Ja, die Frage ist, wie bezeichnest du das konkret? Ja, also die haben ja die ganze Zeit diese Accounting-Tricks und die Buchungstricks und bewerten Dinge höher, als sie eigentlich sind. Also wenn du alles fair bewerten möchtest, dann ist es ja eigentlich eh ein Ponzi-Scheme, das gesamte Geldsystem, mit dem das Geld aus dem Nichts kreiert wird. Und eigentlich, also wovon ich auch immer plädiere, ist, dass man eine Trennung hat zwischen Verwahrung und Investition. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Also wenn ich mein Geld bei der Bank habe, ist es eigentlich, ich investiere in ein Investmentvehikel, das auch noch einfach Geld aus dem Nichts kreiert, wo dann eh nichts dahinter ist und wo eigentlich die Substanz fehlt. Und dann können Sie damit machen, was Sie wollen. Es ist nicht transparent. Also ist es nicht nach ethischen, wirtschaftlichen Prinzipien aufgebaut. Stefanie, weißt du, die Menschen in Österreich, das sagen die Österreicher über sich selbst, das ist nicht das, was ich sage, aber die Menschen in Österreich sind ja auch so eine eigene Spezies, ja. Also natürlich von Bundesland zu Bundesland verschieden, so wie auch in Deutschland, es gibt unterschiedliche Mentalitäten und so weiter, Wien, Graz, Salzburg. Die Salzburger sagen über sich selbst, dass sie extrem konservativ sind. Und es gibt jetzt noch ein paar einige Eigenschaften oder Mindsets, die das sich verankert haben oder sich verwurzelt haben in der österreichischen Bevölkerung. Das ist eher ein bisschen so, also nicht nur konservativ, langsam, träge, ein bisschen zu komfortabel und in dem Glauben, dass die Österreicher wirklich die glauben, dass sie auf eine Insel des Seligen sind. Ja, also alles so irgendwie viel vorsichtiger und diplomatischer und so weiter. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Menschen, also auch die Wissenden, die Gebildeten unter Anführungszeichen, wie man so schön sagt, sich überhaupt der Kettenreaktion, die da jetzt gestartet wurde, ja, durch die Europäischen Zentralbanken und Europäische Zentralbank und durch diese ganze Billionen, die da gedruckt werden, sich überhaupt bewusst sind, was das für Konsequenzen hat und haben kann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ich meine, wie kann man das verklickern? Wie kann man das übersetzen? Also auch dem Durchschnittsmenschen generell, jetzt nicht nur in Österreich, aber in Deutschland oder in der deutschsprachigen Bevölkerung. Wie kann man dieses größere Bild, wie kann man das noch irgendwie übersetzen? In eine Sprache oder visualisieren, dass man das versteht? Oder ist es wirklich so weit weg vom Vorstellungsvermögen? Oder vom Verständnis her. Ja, also ich sehe durchaus, dass es noch diese Bevölkerungsgruppe gibt, die da überhaupt nicht hinschaut und dann plötzlich überrascht wird und dann eben auch nicht vorbereitet wird und dann auch noch mal mehr in Panik verfällt, weil dann ihre gesamten Ersparnisse weg sind, also wenn sie halt einen Euro angelegt hätten, also angelegt, ja, auf dem Konto einfach haben. Und die Renten sind natürlich dann auch weg oder auf jeden Fall nicht so, wie sie waren, weil die sind ja alle in Euro denominiert. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, die können halt eben alternative Währungsmittel kaufen, Währungen kaufen. Da ist man, hat man eine gewisse Vorbereitung, sage ich mal. Und dann weiß, aber es ist nicht nur das monetär vorbereiten, sondern auch psychisch vorbereiten, was da kommt. Das ist eigentlich noch wichtiger. Und dann eben die Ruhe zu bewahren. Und sinnvoll einfach zu agieren und trotzdem zu schauen, ja, wie wird es wieder ausgenutzt? Ja, also wir müssen darauf achten, dass wir unsere Freiheit weiter bewahren. Ja, also ich sehe das, dass manche das eben da hineinschlittern, manche sind vorbereitet. Und wie kann ich das, also die, manche wollen auch gar nicht zuhören, aber diejenigen, die zuhören wollen, denen kann man das eigentlich auch relativ leicht erklären, weil es ist mittlerweile immer mehr bekannt, dass das Geld eben nicht mehr von Gold gedeckt ist und dass das Geld eigentlich aus dem Nichts kreiert werden kann. Bisher ist es hauptsächlich bekannt, dass es im Prozess der Kreditvergabe geschieht. Und dann ist es eigentlich leicht, sich das vorzustellen mal. Okay, du gibst mir einen Kredit und kreierst das Geld aus dem Nichts. Und ich kaufe mir ein Haus mit diesem Kredit und zahle das ab. Und wenn ich es dir aber nicht mehr abzahlen kann, dann kannst du plötzlich, hast du Anspruch auf mein Haus, obwohl du es aus dem Nichts kreiert hast. Und so, dass man das vielleicht eher auf diese, ja, stell dir vor, wie das, wenn das zwischen uns wäre, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen, was da eigentlich passiert. Und das ist das eine. Das andere ist, ja, du kaufst einfach mein Haus, indem du das Geld aus dem Nichts kreiert hast, obwohl da gar kein Kredit dahinter war. Also, oder du kaufst mein Auto einfach so. Ich denke, so können die Leute schon relativ
gut verstehen, wie das Geldsystem oder wie das Bankensystem funktioniert, ja, weil es geht ja alles über diese Banken und über diese Buchungsschema. Und das ist wirklich das Wichtigste, das muss man wissen, dass Geld aus dem Nichts kreiert wird und das führt dazu, dass das Geld dann eben dort konzentriert wird zu denen, die das halt aus dem Nichts kreieren können oder die, die dieses neu kreierte Geld eben zuerst bekommen. Und das sind halt dann die Reichen. Die Reichen werden reicher. Da gibt es auch die schönen Grafiken von What the fuck happened in 1971. Ja, wirklich genial. Ja. Weil so Und offensichtlich ist die Ursache-Wirkung, nämlich ja, was sich alles geändert hat genau. seit der Abkupplung von Gold. Ja. Genau. Und da muss man mal verstehen, wie sehr das Geldsystem als ein Mittel der Kontrolle wirkt, ja, und unsere Freiheit beschneidet. Und das können eben ein paar wenige dann machen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wollen wir die nächste Währung annehmen, die uns dann eben aufgedrückt wird? Irgendwas Central Bank Digital Currency vielleicht? Oder wollen wir unsere eigene Währung nehmen, Bitcoin, die dezentral ist? Und wie weit sind wir dazu bereit, auch dafür einzustehen und dafür zu kämpfen? Lassen wir uns gleich einschüchtern, weil einer sagt, oh, nicht gut oder verbraucht zu viel Energie, ohne dann da in die Tiefe hineinzugehen. Oder dann wird wieder groß geredet, dass man damit Geld waschen kann, was man aber auch mit dem derzeitigen Bankensystem machen kann. Da wird sogar, also diese ganzen AML-Initiativen waren nicht sinnvoll oder haben kaum was gebracht. Billionenhöhe, ja. Ja, also da muss man sich halt dann mal damit beschäftigen. Und dann eben auch wissen, ja, was ist es mir bereit? Ja? Was ist es mir wichtig? Ja? Was bin ich bereit dafür zu geben? Was Und denkst du? wie sehr bin ich bereit dazu, Nein zu sagen, zu dem, was mir Richtig. dann wieder angeboten wird? Schau, dein Zugang gefällt mir so gut und das hast du ja auch immer wieder betont, warum du den Artikel auch, ich meine, so habe ich dich auch verstanden. Zuerst muss man mal überhaupt den Menschen auch doch so erklären, dass sie verstehen können, woher kommt das Geld, was ist das Geld, wie entsteht, was ist Geldentwertung, was ist eben Cantillon-Effekt, ne, sozusagen die Entitäten, die am nächsten der zentralen Geldausgabestelle, die eben Geld aus dem Nichts kreieren, Kredite zu Nullzins oder wie auch immer Billigskredite sich zu eigen machen können und damit natürlich unter anderem auch ihre eigenen Aktien zurückkaufen, Vermögenswerte aufkaufen. Diese Reihenfolge ist einfach sehr logisch und konsequent auch durchgedacht und erst dann, das hast du auch in deinem Artikel ja auch systematisch auch erläutert und bis du dann sozusagen zu deinem letzten Kapitel kommst oder Absatz, Bitcoin ist eine Technologie der Freiheit. Und erst wenn man zuerst diese vorigen Schritte zumindest mal irgendwo auch aus dieser Sicht einfach mal verstanden hat, was das mit uns macht, mit dem Wert des Geldes und Inflation und diese verschiedenen Zusammenhänge verstanden hat, dann kann man erst über Bitcoin sprechen. Also warum Bitcoin, Stephanie? Ja, man muss erstmal verstehen, dass das jetzige System so nur einer kleinen Elite dient und nicht eben der Masse. Wenn man zu der Elite gehört, dann möchte man natürlich das alte System beibehalten. Ich gehöre nicht dazu, deswegen möchte ich lieber Bitcoin nutzen. Und ja, deswegen ist es enorm wichtig, da eben Aufklärung zu schaffen, was da eigentlich passiert und was Alternativen sind. Wieso Bitcoin? Bitcoin brauchen wir für Freiheit, für Selbstsouveränität, für auch wirtschaftliche Selbstentscheidung, auch dass Märkte wieder sinnvoller funktionieren, dass wir weniger Manipulation haben, dass es nicht eine kleine Gruppe ist, die so viel anderen aufdiktieren kann. Bitcoin kann da eine komplett neue Perspektive dazu bringen. Und nimmt einfach die Macht aus der Hand der wenigen, die eben das Geld aus dem Nichts schöpfen können, wie es gerade im Fiat-System der Fall ist. Und letzten Endes geht es auch noch weiter. Ich meine, dadurch werden wir frei, sage ich mal, von den Zentralbanken und dem Bankensystem. Und dann haben wir aber auch immer mehr Freiheit, uns auch selbst zu organisieren. Das stellt dann auch, viele Bitcoiner präferieren ja das Konzept der freien Privatstädte, wo man eben seine eigenen Gesetze macht und seine eigene Form der Organisation hat im Kleinen, anstatt dass es eben von einer Instanz einem aufoktroyiert wird. Und
dann hat man auch prinzipiell viel mehr Wettbewerb zwischen diesen freien Privatstädten. Also wenn es einem bei der einen Stadt nicht mehr gefällt, dann kann man zu einer anderen gehen. Und dann haben die Städte sozusagen auch einen Anreiz, das so zu machen, dass es gut ist für die Bürger. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir da eben mehr Diversifikation in diesen Staats- und Regierungsorganisationen haben und keine Gleichschaltung, weil sonst hat man ja auch keine Wahl. Und das wird eben auch durch Bitcoin ermöglicht. Vielleicht auch nochmal zu diesem Konzept der Macht. Ich habe auch noch in dem Artikel bevor ich auf Bitcoin eingegangen bin, habe ich noch in den Paragraphen geschrieben, in dem Kapitel, dass meiner Meinung nach nicht die Regierung an erster Stelle ist, sondern eher die Banken. Und da gab es auch so ein schönes Zitat. So, hole ich gleich nochmal raus. Moment. Ja, da gibt es auch einen ganzen, bevor wir es vergessen, auch das Zitat von Hayek nochmal anführen, das ich immer wieder gerne anführe, dass wir jetzt paraphrasiert jetzt gesagt, die Macht über die Geldausgabe nicht jetzt gewaltsam dem Staat oder den Regierungen oder den Zentralbanken entreißen können, entziehen können, sondern dass wir sozusagen durch eine Art geschickte, raffinierte Umgehung etwas Neues schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das Zitat ist gegangen ist von Hayek, aber das hat er ungefähr 1984 oder war das 1984, 1994 gesagt. Jedenfalls, also hätte Hayek, der österreichische Ökonom, Bitcoin damals schon gekannt oder schon kennengelernt, ich bin mir sicher, er hätte zu hundertprozentig alles auf Bitcoin gesetzt, weil genau Bitcoin das ist, was niemand kontrolliert, durch nichts kontrolliert wird und absolut global, dezentralisiert, grenzenlos, absolut knapp. Ja, und alle monetären Eigenschaften hat, die wir uns jemals in unserer Menschheitsgeschichte gewünscht hätten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, also jetzt habe ich das Zitat. Das Zitat war: Lasst uns das Geld eines Landes kontrollieren und es ist uns egal, wer seine Gesetze macht. Und da stand drin, dass es eben so die Maxime der Rothschilds ist, die eben das gesamte Bankensystem mit kreiert haben. Und das war in einem Ausschuss, der vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus in den USA eben vorgelegt wurde. Also das war in der Regierung, wurde das, sage ich mal, besprochen. Und einerseits können, sage ich mal, die Regierung kann sagen, okay, wir verbieten jetzt das Zentralbanksystem. In diesem Sinne kann man sagen, sie wären drüber, aber sie sind jetzt davon abhängig, weil sie sich damit finanzieren. Und ja, wer das Geld aus dem Nichts kreieren kann, kann letzten Endes alles aufkaufen. Und wer so viel Geld hat, Geld ist dann eben ein Mittel zur Macht. Deswegen, meiner Meinung nach, würde ich die Zentralbanken und Banken eher darüber setzen, also über den Regierungen. Aber mittlerweile wird den Banken auch immer mehr Macht entzogen, weil sie so sehr abhängig sind von den Zentralbanken. Und ich sehe es immer mehr die Entwicklung, dass die Banken eben pleite gehen, dass sie eigentlich letzten Endes dann nur noch ein Arm der Zentralbank sind. Und dass wir dann nicht mehr wirklich eine Bank haben, sondern das ist dann einfach so, ja, ein Haus, das für die Zentralbank arbeitet. Und man sieht ja jetzt schon in den USA, dass sehr viele kleinere oder mittelgroße Banken jetzt schon zum Verkauf stehen oder liquidiert werden oder auf irgendeine Art und Weise. Und noch einmal zum Zitat, ja, also angeblich hat das Meyer Amsel Rothschild gesagt und es ist halt, das drückt sich vor allem auch diese Aussage, dass dann der Inhalt der Aussage ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Das drückt sich auch in den rechtlichen Strukturen dann auch, also in den Verträgen und Statuten und so weiter der Bank für den nationalen Zahlungsausgleich. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist und ich schon wieder in Erinnerung rufen muss, dass die Banken und deren Mitglieder oder die Technokraten, die da halt Agenten, die da eingesetzt werden, absolute Immunität genießen. Also absolute, es ist wie ein Staat im Staat, so wie der Vatikan auch absolute strafrechtliche, zivilrechtliche, verwaltungsstrafrechtliche Immunität genießen. Das muss man sich mal, und natürlich bitte alles steuerfrei, die Gehälter, also das, was alles da an Gelder ausgezahlt werden, dann auch alles steuerfrei natürlich ist in der Schweiz.
Also jetzt, das gilt jetzt natürlich, ich spreche jetzt nur von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Bank for International Settlements, aber im Prinzip ist es jede Zentralbank, allen voran die Fed, Federal Reserve, die wiederum privaten Eigentum ist, die Europäische Zentralbank, deren private Shareholders auch nicht bekannt sind. Und ich glaube, das wird jetzt langsam Zeit, dass man irgendwo, ich verstehe nicht, warum das nicht bis jetzt aufgrund der Weiß nicht, aufgrund des, jetzt nicht nur Transparenzgebotes, sondern auch der Verfassungsmäßigkeit oder der, also für mich ist es überhaupt eine strafrechtlich relevante Materie, finde ich, aber gut, das entzieht sich jetzt unserer Macht irgendwie, Ja, das ist da was enorm wichtig, dass durchzusetzen. du es nochmal ansprichst. Letzten Endes haben sie ja gesagt, dass sie unabhängig sein wollen von den Regierungen. Und dann wurde uns das irgendwie so aufgedrückt, ja, um da den freien Markt irgendwie walten zu lassen oder irgend sowas. Aber letzten Endes können sie dann halt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Und ich habe ja immer gesagt, ja, die Regierung könnte die ja abschaffen. Und es war der Fall früher, konnte sie die abschaffen. Und es gab auch schon mal eine Zentralbank in den USA, die wieder abgeschafft wurde. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt überhaupt noch möglich, wo das schon so weit fortgeschritten ist? Das ist voll echt faszinierend, Kevan. Weißt du das? Und ich wünschte, ja, wir würden doch also nochmal vielleicht ein paar Buchempfehlungen, die du auch schon, vielleicht teilweise schon gelesen hast, sind eben, die kennst du eh schon, ja, von Carol Island. Quigley, Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time. Der hatte Zugang zu auch zu internen Dokumenten damals, zu Archiven, die Elite, sag ich mal, hat, das war eigentlich ein akademisches Werk, ja, und von Carol Quigley und das sollte eigentlich publiziert werden. Er hat das aber doch publiziert, auch nicht wirklich jetzt aus Böswilligkeit, sondern weil er eigentlich auch Befürworter diese zentralisierten Strukturen war. Vielleicht war er noch damals gutmütig oder in einem guten Glauben. Und das andere Buch ist von The Creature of Jekyll Island, die Kreatur von Jekyll Island. Wie heißt der Autor noch einmal? Ich vergesse leider seinen Namen. Griffin, oder? John Griffin oder Ja, sowas? G. Edward Griffin. Die Kreatur ist ja auch auf Deutsch, auch das. Die US-Notenbank Federal Reserve. Das ist ein Pflichtbuch für jeden, der das Geldsystem oder überhaupt die Machtstrukturen, die unberührbaren, strafrechtlich immunen, unberührbaren zentralen Entitäten verstehen möchte oder warum wir überhaupt in diesem Schlamassel, in dieser Scheiße jetzt sitzen, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, falls du noch irgendwelche Buchempfehlungen hast, kannst du sie ja jetzt vielleicht kurz ansagen. Ja, also ich würde auch definitiv sagen, The Creature of Jekyll Island. Also ich habe es noch nicht ganz durch, aber puh, auch wirklich sehr dicht geschrieben. Also am besten lesen, ein paar Seiten, dann wieder zur Seite legen und wieder sacken lassen, Ja, dass man nicht dann nur irgendwie ein Viertel davon mitnimmt. Also es ist wirklich richtig exzellent ja. geschrieben. Hat die gesamte Geschichte der Zentralbank und auch schön geschrieben. Es ist wirklich wie ein Krimi, Ja, ja? Brauchst du ja, kein ja. Krimi mehr. Es Und ist dann ein ist es auch noch authentischer Krimi. lehrreich. Also authentischer Ja. geht es ja nicht mehr. Und das ist es, was mich verwundert. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Thriller oder Film oder meinetwegen sogar ein Dokumentarfilm. Ja, gibt es einen oder anderen, aber ich habe noch nie so einen ganzheitlich schön gebastelten Film gesehen, der auf authentischen, auf den wahren Tatsachen, auf den Fakten, auf dieser authentischen Geschichte der Zentralbanken beruht. Ich weiß nicht, konnte das nicht finanziert werden oder man lässt es nicht zu, aber findest du es nicht eigenartig? Das wäre eigentlich der spannendste Krimi, der spannendste Thriller aller Zeiten. Ja? Ja, man sollte Einen The Creature of Jekyll Island verfilmen. Stelle vor, oder überhaupt über die Hintergründe, wie das entsteht, aber das sieht man, wie kontrolliert das auch die Filmindustrie auch ist. Ja? Oder ich weiß nicht, oder entweder wird das absolut blockiert oder natürlich würde das auch was kosten. Ich habe ja unlängst, wie gesagt, ein Tweet da rausgeschickt, weil ich mir gedacht habe, wie kann man in der heutigen Zeit, wo die Leute eh schon keine Zeit haben, genervt sind, Verantwortung haben, Familie haben, Job haben, eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich meine, dass wir jetzt so ein längeres Gespräch, ein längeres Interview führen. Ich finde, wir kommen jetzt nicht umhin einfach, ja, weil das einfach so inhaltsreich ist. Aber ich habe mir oft gedacht, früher, wie ich so diese Werbespots gesehen habe von Elon Musk, von Tesla, diese 3-minütigen Werbespots, habe ich mir gedacht, wenn es jemand jemals irgendwer schaffen sollte, die
also wirklich die positive Power, das Bild, die Vision, die Implementierung, die Umsetzung, die Übersetzung, die all dies, der Essenz des Wissens, des Potenzials von Bitcoin zu visualisieren mit Bildern oder als Film oder als Werbespot, dann wäre das so einer wie Elon Musk, einer der wenigen Entrepreneurs, die verstehen, ein Gefühl, ein Bild und vor allem die Realität auch zu spiegeln. Ja, wie kann unsere Zukunft aussehen auf dem Fundament, auf den Wurzeln aufbauen von Bitcoin? Ja, und das wundert mich, dass sich niemand da bis jetzt dahinter gesetzt hat, weil es ist schön und gut, ja, man kann den Leuten jetzt alle möglichen Ratschläge geben und das ihnen erklären und Buchempfehlungen und Artikel schreiben und Bücher verfassen. Aber seien wir uns ehrlich, Stefanie, ich meine, wie viele Leute haben wirklich Zeit und nehmen sich auch die Zeit, sich damit eingehend, auseinanderzusetzen? Und vielleicht sollten wir doch aus dieser Perspektive da mal das Ganze betrachten. Wie können wir das Ganze, die Geschichte oder das Potenzial von Bitcoin oder überhaupt das Geldwesen jetzt verknüpfen? Ja. Ja, also ich denke, dass wir schon in eine Zeit gekommen werden, wo die Leute sich einfach auch mal die Zeit nehmen müssen, sich wieder mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich meine, es betrifft ja jeden. Und nicht einfach nur das zu glauben, was einem in den Mainstream-Medien so beigebracht wird oder was einem auch in der Schule beigebracht wird, einfach dahinter zu blicken. Und also ich kenne immer mehr, die jetzt auch beginnen, dort in dieses Hasenloch hineinzugehen, also nicht nur Bitcoin, sondern alles Mögliche. Und manche können teilweise gar nicht mehr weg von diesen, und die schauen sich die ganze Zeit an, weil sie so viel Neues dazulernen und das auch sehr begeisternd ist. Also ich denke schon, dass es da schon eine Bereitschaft immer mehr gibt. Aber andererseits einfach darzulegen ist auch wichtig. Und da, wenn du mal schaust, bei Anil Saizo auf Twitter, der hat mal was gemacht, Bitcoin für Kinder erklärt. Und das fand ich Super. richtig cool. Ja. Ja, also ich denke, da gibt es immer mehr in die Richtung und muss es natürlich auch noch mehr geben. Und ja, dann Filme hatten wir auch The Big Short und so. Also da gibt es schon was da was in die Richtung erklärt. Ja, aber da geht es mehr so um die Finanzinstrumente, da geht es noch nicht so wirklich Ja. um die Zentralbanken. Ja. Ich Ja, meine, ja. trotzdem super gemacht, tolle Schauspieler und wahren Begebenheiten, das ist ja toll, dass überhaupt solche Filme überhaupt produziert wurden. Ja, Also ich denke, da Stefanie. kommt jetzt immer mehr. Ja, definitiv. Wenn Also es geht. wenn ich Ressourcen hätte, das ist das Erste, was ich machen würde. Ich würde einen Spielfilm machen. Und ich würde sagen, das beruht alles auf wahren Begebenheiten. Ich meine, ob man uns dann sozusagen, ob das dann überhaupt dann ausgestrahlt werden darf, sagen wir auf offiziellen Schienen und so weiter, das ist eine andere Frage. Das bezweifle ich, ja, weil da die Strukturen, auch die Mediengesellschaften schon so zentralisiert sind. Und die Filmgesellschaften, ich meine, ganz zu schweigen jetzt von Hollywood. Na gut, Stefanie, zum Abschluss nochmal rauszuzoomen. Gibt es noch irgendwas, was. Ich meine, schau, die Applikationen, die Technologien, die werden jetzt immer einfacher, die Nutzerfreundlichkeit steigt, das User Interface, also wie sagt man, die Nutzerschnittstellen, die Bedienungsfreundlichkeit steigt im Hinblick jetzt auf Bitcoin halten, verwahren, in Full Node laufen lassen, das heißt, alles selbst, alle Transaktionen selbst souverän, eigenverantwortlich zu validieren, zu verifizieren. Es wird alles viel einfacher. Ja? Die deflationären Technologien, also sprich, die Technologien werden jetzt mit immer größerer Geschwindigkeit besser, schneller, viel innovativer und das, was auch der Jeff Booth auch, den ich auch auf meine Show gehabt habe, immer wieder betont, sagt, die Zentralbankregierungen kämpfen dagegen eine Gravitation an. Das kommt, ja, diese deflationären Technologien kommen und das ist etwas, was mich auch ein bisschen was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist erstens mal die Ablenkungen, die derzeit jetzt veranstaltet werden, um von den eigentlichen Themen abzulenken. Und was passiert und was ist das, was ich dich fragen wollte? Ich meine, was glaubst du, was planen diese zentralisierten Entitäten, also beginnen bei den Zentralbanken, was glauben die jetzt, wie die den Übergang schaffen wollen? Weil es wird so oder so zu einem nicht friedlichen Übergang kommen. Ja, also die sprechen ja schon seit Monaten von der zweiten Welle. Und jetzt wird sehr viel diskutiert, ob es überhaupt eine erste Welle gab oder ob das nicht einfach, ja, ein Virus ist. Es gibt ja immer mal Virusse, die da sind.
Das ist so die eine Sache. Und dann die andere Sache, ich meine, wie kann man wieder eine zweite Welle kreieren? Das vielleicht wieder mehr testen und dann alle, die positiv getestet sind, sind dann gleich mal infiziert und dann kommt es in die Kartei rein. Und wenn man sich mal mit dem Ganzen beschäftigt, dann sind die Tests, weiß man ja nicht genau, was die testen. Also die testen ja irgendwas, nur ein Teil von so einem Virus und es kann auch, dieser Teil kann der gleiche sein bei verschiedenen Viren. Also das vielleicht, das ist so ganz kurz gesagt das, was ich so da mich beschäftigt habe. Also da ist alles möglich. Die können da sehr vieles machen und ich denke, dass dass eine zweite Welle heraufbeschworen wird und es dann wieder zu einer Form des Lockdowns kommt. Und dass wir dann den absoluten Crash haben. Und ich, also es ist ja, wird ja jetzt schon mehr darüber gesprochen. Ich habe eigentlich eher gedacht, so September war so meine persönliche Schätzung, vielleicht sogar noch früher, wer weiß. Und ja, dann wie gesagt, dann eben Crash durch Inflation oder sogar dann vermutlich sogar Hyperinflation. Wir werden sehen, wie stark das jetzt passiert. Also Finanzcrash, Wirtschaftscrash Ende des Jahres. Dann denke ich, ist der nächste Schritt, dass eben eine neue Währung ausgegeben wird. Und da ist ja schon die ganze Zeit das Gespräch von Central Bank Digital Currency. Oder Special Drawing Rights, diese speziellen Ziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, oder? Von denen auch oft gesprochen wurde. Ich meine, kann ja alles möglich sein. Ja. Auf jeden Fall was man schön immer alles überwachen kann, wo man auch schön die Funds am besten zentral mit einem Knopf einfrieren kann. Und dann frage ich mich aber auch, wie wollen die da den Wert bestimmen von dem? Ja, ich meine, das ist ja nichts dahinter. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Zeit lang manche Leute so akzeptieren und dann wird es aber wieder zerfallen. Und Bitcoin wird immer mehr Bedeutung haben. Aber ich denke auch, dass es Verbote kommen wird. Aber wir hatten es auch in Venezuela, da können wir mal schauen, was da passiert ist. Da gab es immer mehr stärkere Verbote, aber sie konnten es nicht durchsetzen, weil die Leute es trotzdem genutzt haben. In Argentinien haben die jetzt verboten, dass Bitcoin mit einer Kreditkarte eingekauft werden kann. Und dann direkt danach wurde viel mehr Bitcoin eingekauft. Also irgendwie funktioniert es nicht. Von dem her denke ich, dass wir dann immer mehr in Richtung Bitcoin gehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir eine Zeit lang eben Parallelgesellschaften auch haben. Dass wir vielleicht Gebiete haben, die in Richtung Free Private Cities gehen. Und dann eben die Gebiete, die noch zentral kontrolliert werden. Also das sehe ich auch als möglich. Ich hoffe natürlich, dass, oder ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich da eben schauen und es durchblicken und sich nicht wieder verarschen lassen. Also einige praktische Tipps vielleicht noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen im deutschsprachigen Raum weitergeben können. Ich sage es einfach mal ganz salopp, also einfach mal für den Anfang, die es noch nicht gemacht haben, ein bisschen Bitcoin kaufen, egal jetzt wo, ob jetzt mit KYC, ohne KYC, also mit oder ohne sozusagen Identifikation und so weiter. Weil man kann das im Prinzip auch anonym, eigentlich könnte man das auch anonym machen und müsste man halt mehr Transaktionsgebühren zahlen bei sogenannten Bitcoin-ATMs oder Bankomaten, spezielle Bankomaten für Bitcoin. Oder wenn man es wirklich jetzt pseudonymisiert oder anonymisiert machen könnte, gibt es ja auch, aber die sind dann etwas, das ist eher für technisch Versierte. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Exchanges, wo man das ganz leicht machen kann, mit KYC, also Kraken oder was auch immer. Und für den Anfang würde es reichen, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du da zustimmst, aber ein Mobile Wallet von Blockstream Green für kleinere Beträge und ab für größere Beträge dann oder größere Bruchteile des Bitcoins dann ein Hardware Wallet. Ob das jetzt Bitbox, Trezor, Coldcard oder Cobo Vault oder was auch immer ist. Mittlerweile werden diese wirklich Applikationen, diese Geräte auch immer einfacher zu bedienen und immer sicherer und sicherer. Und natürlich das ultimative Ziel ist ja auch, da selbst souverän dann auch Full Node laufen zu lassen. Das heißt, zu Hause bei sich ein Full Node zu haben und alle Transaktionen selber zu validieren, zu verifizieren und wirklich seine eigene Zentralbank zu sein. Ja, hast du noch irgendwelche, immer natürlich Gold hin und her, soll sich jeder bitte ein Gold kaufen? Denk mal, es schadet nie. Ja. Aber ja, ich glaube, die Essenz nochmal zu betonen zwischen Gold und Bitcoin. Gold ist relativ knapp und Bitcoin ist absolut knapp mit 21 Millionen. Und Gold, ich meine, könnte ja sein, ja, dass man jederzeit irgendwo in den unterirdischen Schichten der Erde oder auf Asteroiden oder am Mond oder wo auf dem Mars vielleicht Gold findet. Und dann ist es hin damit, mit der Knappheit. Ne?
Ja, hast du noch irgendwelche praktischen Tipps oder Ratschläge oder Infos, wo man dich auch findet? Ja, also ich denke, dass wir dieses gesamte Wirtschaftssystem viel leichter wieder aufbauen könnten, wenn jeder einfach ein bisschen Bitcoin oder am besten ruhig auch ein bisschen Gold haben. Manche werden vielleicht nicht gleich Bitcoin akzeptieren, aber dann doch eben ein Stück Gold. Also jeder da, wie er mag. Die Vorteile von Bitcoin haben wir jetzt schon mal kurz angesprochen. Es gibt da auch noch viel mehr. Wenn jeder das machen würde, dann wäre es schon mal viel leichter, wieder neu zu starten. Dann würden die Menschen eben nicht alles verloren haben. Aber noch viel wichtiger ist, sich emotional darauf vorzubereiten und alle Ängste, die man so in sich hat, wirklich daran arbeiten, die aufzulösen und wirklich vertrauen, ja? Oder natürlich nicht den zentralen Instanzen vertrauen, aber einfach sich nicht in eine Panik geleiten lassen. Also wie verarbeitet man Emotionen am leichtesten? Wenn ich weiß, dass da was ist, dann fühle ich das in meinem Körper, ohne dann darauf zu reagieren, sondern ich fühle das einfach nur in mir und ich lege mich am besten hin und warte einfach ab und dann irgendwann ist es weg. Das transformiert sich automatisch. Aber man muss das erlauben, wirklich im Körper am besten zu fühlen. So ist es am leichtesten, das wegzubekommen. Auch wenn es dann passiert, das wird viele, wird es Angst triggern. Spätestens dann ist der Fall. Wie Absolut. gehe ich damit um? Ja. Und Ja. nicht ausrasten, ja? Ja, dein holistischer Zugang gefällt mir sehr. Also überhaupt, ich finde Ernährung, wie man sich ernährt, viel trinken, Wasser trinken, Nährstoffe zu sich nehmen, Vitamine, Mineralien, Enzyme, Omega-3, 6, 9, was auch immer, Fettsäuren, meditieren, wenn du möchtest, ja, oder spazieren gehen oder Bewegung machen. Ich weiß nicht, also ich denke mir, das ist nun mal die Zivilisation, in der wir leben. Und ich weiß, es ist manchmal leichter als getan, in unserer heutigen Gesellschaft sich überhaupt Zeit dafür zu nehmen, vor allem wenn man auch noch Verantwortung hat und Familie und Job und diese ganzen Ängste, die akkumulieren sich ja. Ja. Und was ich noch sagen wollte, wie gesagt, ist, ich bin gespannt übrigens auch, welches Land, vor allem in welchem ich will nicht sagen Entwicklungsland, aber hyperinflationären Land, wie zum Beispiel Venezuela, Iran, Türkei und so weiter, oder was nicht, Argentinien vielleicht, oder viele andere Länder, wo sie jetzt Richtung Hy oder die Hyperinflation schon Normalität geworden ist. Also erstmal das Mining wird jetzt immer mehr distributierter und vor allem die kritische Adoptionsrate, glaube ich, wird in einem dieser Länder, hab ich das Gefühl, wird dort stattfinden. Ob es Venezuela, Iran oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, weil dort ist der Schmerz wirklich fühlbar. Ja, noch dazu durch die Sanktionen, Embargos, durch den Leidensdruck, den die Bevölkerung dann auch noch erleiden muss. Aber Ja, ja. und dieser Schmerz wird jetzt fühlbar für alle. Ja. Aber es ist so schön, dass du es gesagt hast, auch auf Ernährung zu achten und sportliche Betätigung. Also, was ich erlebt habe, ist, dass uns wird ja beigebracht, ja, wir brauchen Inflation und so, aber Deflation ist ja eigentlich wunderbar, wenn mein Geld mehr wert wird. Also genau dieses gleiche Prinzip, dass das alles nicht so ist, wie es scheint, findest du halt in allen Bereichen. Findest du halt auch in der Medizin und auch in der Ernährung. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder sich mit diesen Themen beschäftigt und auch vielleicht mal ausprobiert, was ist gut für mich. Jeder Genau. Körper ist auch nochmal ein bisschen anders. Man braucht unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, und ich denke, deswegen, wir kommen in diese Phase, wo die Menschen eigentlich alles wieder neu lernen müssen oder sich mit diesen Dingen tiefer beschäftigen müssen, weil das einfach gefragt wird und weil das immer mehr nach offen wird, immer mehr zum Vorschein kommt. Ja, übrigens mit Klimawandel, das wollte ich noch kurz darauf eingehen. Also ich denke schon, dass wir eben, oder man sieht schon durchaus, dass da mehr passiert oder, sag ich mal, mehr Katastrophen passieren oder zumindest Katastrophen passieren. Ich müsste da, das, wir haben ja immer Daten, wo wir es abhängig machen. Und dann müssen wir auch wieder diesen Daten vertrauen. Das ist die eine Sache, was ich eigentlich meinte, ist, was die Ursache ist. Und da habe ich eben auch andere Dinge gefunden, die eher die Ursache sind, als das, was am weiß gemacht wird. Ja, aber bevor man vielleicht in diese Themen geht, vielleicht zuerst in, wie werde ich gesund gehen? Oder wie kann ich mit dem, was da auf uns zukommt, am besten zurechtkommen? Wie gehe ich mich mit meiner Angst um, mit meinen Emotionen? Ich habe da ja schon mal ganz kurz gesagt, wie man damit umgehen kann. Es gibt da verschiedene Techniken und da muss jeder schauen, was für einen richtig ist. Wir sind gerade in einer Phase, wo enorm viel passiert, immer mehr Chaos haben wir, immer mehr Angst,
im Gesamtbewusstsein immer mehr Verrücktheit, ja? Also es wird echt immer skurriler. Und da ist es wichtig, einfach so ruhig wie möglich durchzugehen und einfach da zu sein und auch auf sich selbst vertrauen, dass man auch selbst eine Fähigkeit hat, um damit dann umzugehen in diesen schwierigen Situationen und sich nicht hilflos zu fühlen. Meditation ist für mich auch ein Schlüssel gewesen. Für Ja, manche vielleicht wiederum nicht. ja, Für ja. Na, für jeder hat einen anderen Schlüssel. Manche genau. machen bewusstseinserweiternde Reisen oder Ayahuasca-Zeremonie oder machen eine Weltreise oder, weiß nicht, ersteigen den Mount Everest oder reisen nach Tibet. Ich denke mir, na, das hat mir nur zum Abschluss noch. Ich möchte nur sagen, es ist wichtig und das kenne ich von mir selbst, die eigenen Wahrnehmungen, Bilder, die da verkrustet sind, verwurzelt sind, ja, diese Indoktrinierung, die Gehirnwäsche, die wir über die vielen Jahrzehnte oder Jahre oder was auch immer bekommen haben, die wieder irgendwie einfach zu hinterfragen. Und du hast es mit den Ängsten angesprochen, die eigenen Ängste, Wahrnehmungen, Bilder oder Konstrukte, dogmatische Konstrukte auch zu hinterfragen. Ist es überhaupt richtig, vielleicht außerhalb mal der Box zu gehen? Und es bedarf natürlich schon eines, ja, wie gesagt, Selbstvertrauen, Vertrauen in sich selbst, in seine eigene Intelligenz, Wahrnehmung und Seele und Herz und so weiter. Und einfach nur mal einfach mal Frieden zu schließen mit den eigenen Dämonen und Ängsten, die man in Ja. sich trägt. Ja. Ja, Und also meiner Meinung nach ist es tatsächlich das Essentiellste. Weil wenn ich meine Gefühle gereinigt habe, wenn ich meine Ängste wegbekommen habe oder weitestgehend, dann bin ich nicht mehr so leicht kontrollierbar. Und dann kann ich auch viel leichter Dinge durchblicken. Sonst, wenn ich voller Angst bin, dann kann jemand mir hier das nächste eben geben, wovor ich Angst habe, dann kann man mich in eine gewisse Richtung lenken. Wenn ich mich davon nicht beeinflussen kann, lasse, dann kann ich vielmehr eben selbstsouverän sein und mir eine bessere Zukunft machen und eben auch hinterfragen, ob das auch korrekt ist, was mir da gesagt wird oder auch nicht. Das ist tatsächlich meines Erachtens das Allerwichtigste für die kommende Zeit. Ja. sehr schön, super, wundervoll. Stefanie, war wieder mal eine super Session mit dir. Danke nochmals, wünsche dir einen schönen Sonntag. Hast du noch irgendwelche? Man kann dich finden auf Twitter, Stefanie V. Jan. Und Genau. dein Artikel, wie gesagt, auf medium.com. Und zwar medium.com/@Stefanie von Jan. Genau, da Passt. mit dem ganzen von, bei Twitter mit nur mit dem V. Genau. Ja. So, dann Ja, ich glaube, alles wir haben Liebe. echt. Ja, Und bis danke, bald. war super, hat Spaß gemacht. Bis Ebenfalls. dann. Ciao, Ciao. ciao. So, wie hat euch das Interview und mein wundervolles Gespräch mit Stefanie von Jahren gefallen? Bitte hinterlasst mir eure Kommentare, euer Feedback. Falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr mich auf Twitter finden, @kevandavani, oder beziehungsweise falls du der Stefanie folgen möchtest, Stefanie V. Jahn auf Twitter zu finden. Ja, und gerade in Zeiten wie diesen ist es extrem wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Also teilt dieses Video bitte, beziehungsweise das Podcast. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert bitte meinen Podcast-Channel auf den diversen Plattformen. Auf YouTube bin ich zu finden, Kevan Davani, der Total Connector. Und ja, meine E-Mail-Adresse ist hello@thetotalconnector.com. Und ganz wichtig, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, in Zeiten wie diesen langsam und stetig Bitcoin zu akkumulieren, zu kaufen. Achtet auf eure Sicherheit, auf eure Privatsphäre. Besorgt euch ein Hardware Wallet. Das Ultimative, wie gesagt, sollte wirklich sein, dass ihr dann ein Hardware Wallet, Full Node, verschiedene Wallets dann auch verknüpft mit euren. Dann seid ihr total und selbst souverän und könnt alles dann auch selber validieren. Ihr seid wirklich ohne Intermediäre, Drittparteien oder sonst irgendwas, das heißt absolut eigenverantwortlich, selbst souverän. Und vergesst nicht, es ist das absolut begrenzte und knappeste Geld, das jemals in der Menschheitsgeschichte kreiert wurde. Und solange der Preis jetzt noch hin und her fluktuiert, das ist ganz normal, die Volatilität gehört dazu, bis dann schlussendlich die kritische Masse erreicht wird. Und die wird viel schneller erreicht werden, als wir es uns jemals vorstellen können, gerade durch diese externen Faktoren, die wir jetzt mit Stefanie von Jahren besprochen haben. Lest euch die Bücher durch. Lest euch die Artikel durch von Stefanie von Jahren, lest euch die Bücher, die wir vorgestellt hatten, empfohlen haben, schaut euch Filme an, teilt auch dieses Video des Podcasts und falls ihr irgendwelche Wünsche habt für weitere speziellen Gäste, die wir vielleicht gemeinsam in einer Panel-Discussion besprechen könnten,
lass es mich wissen. Kevan Davani, The Total Bitcoin Podcast Show, The Total Connector, sagt Tschüss und danke nochmals.